Was ist das da für ein Vieh? Ist das ein V-Esel-Ding? Muss da mal rein. Bist du für ein Tier? Hier muss ich auch, glaube ich, hin für eine Quest. Adramelek. Oh, wer bist du denn? Hat meine Schönheit dich so in ihren Bann gezogen, dass du mich einfach entsprechen musstest? Ich habe vergessen, was Futsunushi war. Bist du nicht wegen meiner Schönheit hier? Zu schade. Oh, du bist herausfinden, ob Futsunushi die Wahrheit sagt? Ist also nicht bereit, dir bitte zu glauben? Sehr vernünftig, ich mag dich. Ich weiß nicht, was Futsunushi dir erzählt hat, aber da ich nicht auf ihn höre, will er wohl, dass du ihn uns tötest. Meint er, es gibt in dieser Ära noch höfliche Debatten? Dämonen töten und nehmen sich, was sie wollen. Welche Karte liegt in der Hand der Starken? Verstehst mich doch, oder? Dann sorg dafür, dass er den Hammer der Gerechtigkeit zu spüren bekommt. Ja, voll auf Tokio, ja, bitte. Ich muss noch mal. Danke, ich wusste, dass du das Richtige ist. Das Auslaufmodell, das einen Schuss der Gerechtigkeit braucht, ist Futsunushi von dem Amatsukami. Er hängt in der Nähe des Ueno-Parks rum. Geh und zeig ihm, wie der Hase läuft. Ah, ich kann mich erinnern, wer das war. Wenn du das hinkriegst, schließe ich mich dir vielleicht an. Klingt das nicht spaßig? Ja, ich weiß wieder, wer das war. Ich glaube, ich besiege dich. Erstmal. Nee. Gucke ich nochmal die Mission an. Hütte des Ostens. Von Futsunushi. Da. Level 67. Bin ich ja mehr oder weniger, ja. Bei dich hätte ich gern nicht. Ich weiß zwar nicht mehr, wer Futsunushi war. War das der, wo ich gesagt habe, hey, der sieht ja aus wie Dingens. Chalichin. Also andere Seite unterschlossen durch. Die Wahl wird die Mission Überfall auf Tokio ungültig. Bist du sicher? Nein. Weil ich mir gerade nicht mehr sicher bin, ob ich wirklich gespeichert habe. Aber habe ich. Ja, ich bin dämlich. Irgendwas stimmt mit dir nicht. Du bist doch nicht etwa... Ich spüre deine Feindseligkeit. Du hast dich also entschieden, dich gegen mich zu stellen. Na schön, wir müssen beide unsere Welt sich verteidigen. Also dann komm und kämpfe. Du bist ein Pferde-V-Dingens. Das irgendwie noch extravagant dabei ist. Oh, Level 71. Das scheint aber von 67 ist zumindest der Anforderung. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Was wir da haben, ist es nicht. Hammer on, ist es auch nicht. Mal Bufe dahin. Das ist ja Schwäche. Gut. Habe ich ja. Sakanagi. Du hast leider nur. Ich könnte das doch ausprobieren, aber das lassen wir mal. Oder? Vielleicht ist das auch deine Schwäche, aber glaube ich nicht. Braucht man Feuer vielleicht? Von mir aus. Feldtanz. Okay, dann setzen wir das immer ein. Sakanagi. Braucht man Feuer. Schlummer-Vortex nicht, mal Buku dein. Du setzt aber Ostproben ein. Ja, das will ich nicht sehen. Sakanagi. Sowohl Charm als auch Verteidigung und Angriff. Gesunken. Sakanagi. Mit dem Feuer. Mal Buku dein. Mal Buku dein. Sakanagi. Und du. Spar mal deine MP. Damit du Blockenfeuer einsetzen kannst. Hat sich erholt. Höllentanz. Okay, schön. Sakanagi. Blockenfeuer. Deine Werte sind aber noch im Keller, ne? So ist es nicht, ne? Ja, wir sind noch ein bisschen im Keller. Deswegen setze ich nochmal mal Bubudain ein. Sakanagi. Schöner Crit. Oh. Auf. War nur ein Angriff, okay. Ich sag mal Magatsui, das ist nicht so geil. Sakanagi. Blocken Feuer auf jeden Fall. Mabuku Dain. Und Austoben kostet viel zu viel.
MP, deswegen können wir das nicht machen. Okay, du gehst in Deckung. Das ist nämlich wichtig. Du sparst auch weiterhin deine MP, deswegen musst du nur drauf. Die Töte hätten wir jetzt wie eh nicht, wenn du tanzt. Gut gelobt. Ich mag die Musik auch. Auch wenn die ein bisschen komisch klingt. Ist halt nicht meine Musik, diese groovy Gitarre. Ich bin halt eher so härteres gewöhnt, musikmäßig. So Metal oder härteren Rock oder sowas. Aber ich höre sowieso mega viel. Genres, irgendwie alles. So was, bevor die Flinte kommt. Mach mal die. Nee, das ist zu wenig. Dann machen wir Sakanagi. Dann blocken Feuer. Wir müssen dich langsam besiegen, weil. So viel MP hat der gute Thron nicht mehr. Hör mal auf, Lanterns. Hab ich nicht Blocken Feuer gemacht? Achso, ich habe die Animation nicht weggedrückt. Ich Vollidiot. Dann nochmal Blocken Feuer. Ich dachte gerade, warum wird die Animation abgespielt? Ja, ich habe sie nicht weggedrückt, deswegen. Bufudein. Sakanagi. Und ich habe keine MP mehr für ihn. Hau drauf. Das ist ja leider geschoren. Das ist natürlich doof gelaufen. Dann Sakanagi. Ich hoffe, dass wir gewinnen. Natürlich hast du keinen Mabufudein mehr. Weißt du was, Gegenstand? Weißt du wie? Sakanagi. Und du hast auch keinen Mabufudein mehr, deswegen. Ich hoffe, das reicht. Bin mir nicht sicher. Ja, okay, das war mega knapp alles. Euer Sutra. Wie könnte das passieren? Ich muss sagen, deine Schick ist beeindruckend. Der verfluchte Futsunushi. Er tut so, als würde er nur reden und dann setzt er auf Gewalt. Na gut, Geo sagt ihm, er hat vielleicht die Schlacht gewonnen, aber im Kriege der Ideale habe ich triumphiert. Okay, weg ist er. Oder es. Keine Ahnung. Hadramelch besiegt. Mal Erholung. Dann tue ich mal wieder Leute in die Gruppe. Ich müsste mal wieder fusionieren. Du bist in der Gruppe, deswegen uninteressant. Du bist auch, glaube ich, noch in der Gruppe. Kron müsste es sein, ne? Weil er ist ja gestorben und. Ja, muss dann noch Sachen lernen. Wo gehst du denn hier lang? Warte, erstmal hole ich. Oh, du. Ja, nee. Ich wollte erst das Item holen, was hier versteckt ist. Ist hier noch ein Mimann? Das wär's ja. Nebirus-Essenz. Borat ist Beraspal. Mal gucken, was du erzählst. Du bist es. Ich habe eine Frage für dich. Gibt es jemanden, den du zutiefst hast, so wie ich? Ich hasse Menschen, die rücksichtslos lügen und betrügen, nur an sich selbst denken, immer nur zu ihrem eigenen Vorteil handeln. In der Welt für die Menschheit bedeutet, dass Engel und Dämonen sterben müssen, aber wäre das nicht auch eine gute Gelegenheit, menschliche Parasiten loszuwerden? Naivität und Leichtgläubigkeit können zu Problemen führen, ja, aber nur, weil andere das selbstsüchtig ausnutzen. Sie sind das wahre Übel in der Welt. Das ist mein Ziel, den Abschaum auslöschen, der uns Menschen und unsere Welt beschmutzt. Erst dann kann Gerechtigkeit und Reinheit herrschen. Das ist ein bisschen zu krass. Doch Wunschdenken allein kann solche Ziele nicht wahr werden lassen. Sag mal, was sind deine? Ja, kann ich dir nicht sagen, weil das Spiel das nicht zulässt. Ich habe, glaube ich, nicht mehr gespeichert seit dem letzten Mal. Also seitdem ich den da besiegt habe. Hey DF, dieser Weg führt zum Tempel der Ewigkeit. Ja, aber es werden noch Schlüssel, wir brauchen sie alle, ehe wir vorher diesen Weg entscheiden können. Okay. Das wusste ich jetzt nicht, dass es da zum Tempel geht.
Dann gehen wir Richtung Abszess. Die Abszesse waren bis jetzt auch nicht kinderleicht, sag ich mal. Die waren schon ein bisschen von der härteren Sorte. Greift ihr mich an? Ja, ihr greift mich an, deswegen kann ich euch auch verprügeln. Was für ein Level habt ihr mal? 64, okay. Du bist 60. Was ist deine Schwäche? Mudo und Buhu. Oh, göttliche Pfeile. Was machen wir auch noch ihn hier? Ah, kacke. Das geht ja auf beide. Ja, mach den erstmal weg. Also, das funktioniert. Das ist sehr schön. Diorama. Er hat sich aber geheilt. Sakanagi. Hau drauf. Was kannst du überhaupt? Wo gedeihen? Meine Fresse. Bitte heile ich nicht. Danke. Wie viel hast du? Ja, du hast aber deine ganzen Werte erhöht, deswegen sollte ich besonders verdammt sein, damit der normale Angriff hat wahrscheinlich nicht gereicht, damit der einfach besiegt den Buffo-Barion. Okay, ich kann dann auch wegfusionieren. Unwirksame Seele. Ich mag eigentlich Kleopatra. Nicht aus den Gründen, die man vielleicht denken würde. Sondern ich mag, dass sie so gut heilen kann. Und eigentlich auch, dass sie eigentlich, obwohl sie so gut heilen kann, eigentlich auch gut reinkloppen kann. Das mag ich eigentlich sehr gerne an ihr. Kraft. Ich glaube, Garuda hat Kraft, deswegen machen wir es so. Du hau drauf. Das heißt die Mann dann. Ja, die muss leider auch drauf hauen. Was an dein? Weniger Drachenschlag. Ich glaube, du hast mehr physisch als Magie. Okay. Ja, göttliche Pfeile kommen, hau drauf. Bitte halt euch nicht. Ja, okay, natürlich. Dann haben wir uns. Die meisten blocken das. Göttliche Pfeile. Modraum. Gedeihen. Mazadein. Okay, er spricht mich an. Gib mir dein Geld. Ich hatte mal einen Dämon, der hat mir ewig viel Geld gegeben. Oder zumindest habe ich das in Erinnerung, dass ich die ganze Zeit fragen konnte nach mehr Geld und er hat mir einfach immer mehr gegeben. Aber irgendwie scheint das nicht mehr so zu klappen, wie es einmal war. Auf zu beten und dick auf die Fresse. Typische Pfeile. Ja, es trifft ja beide. Nochmal Mediarama, damit wir so ein bisschen geheilt werden. Buch dein. Ja, Drachenschlag. Wirklich Pfeile. Hammer on. Nicht mal Hammer on. Mediarama? Nee. Komm, hier hau einfach drauf. Ja, auf ihn von mir aus. Dann noch Buch dein. Und weniger Drachenschlag. Warte, wo soll noch einer sein? Ach, das ist Titania, die ich auf der Karte sehe. Von den Gegnern, die gerade angezeigt werden. Welche Pfeile? Ja, auf ihn von mir aus. Kabuki dein. Willst du noch mehr Geld mir geben? Dann nehmen wir her damit. Komm, drittes Mal. Die
Titania will, glaube ich, nicht kämpfen, oder? Ja, die haut ab. Oder ihr hier hoch? Weil hier sollen Sachen sein. Erstmal das Ding. Und Truhen. Hier ist Miman. Hier gibt so viel Zeug. Sumidagawa oder Sumida-Fluss für Hausboote bekannt. Paare Flussaufweis im Frühlings- und Blumenpracht, im Sommer für Feuerwerk. Elegant, ja, ja. Ja, Monosako will mir ein Item geben. Oder ein Kampf. Ne, das Item. Stärke bei Sam. Hey, das sollte ich auch gleich mal benutzen. Nachdem ich das Item, was ich hier irgendwo rumlungern soll, geholt habe. Da unten. Hätte ich eben, glaube ich, schon holen können. Nee, hätte ich nicht, weil das war ziemlich weit oben. Oder hätte ich hier hochgekommen? Ja, vielleicht. Ja, ich glaube sogar vielleicht sehr. Ja, ich hätte das vorher schon holen können. Das ist Balsam. Das war doch ein Stärke-Balsam, ja. Speichern nochmal, nur so. Und gehen wir zum Abzess, der hier rumlungern soll. Ist auch cool, dass die Abzesse mittlerweile alle optional sind. Die sind teilweise auch richtig schwer. Nee, komm, haut ab. Okay. Ich habe keine Ahnung. Okay. Seine Schwäche war Bufu. Die von Thron. Vom Rest weiß ich nicht. Bisschen Vogel. Und laut Pokémon-Regel muss er schwach gegen Elektro sein. Ist aber nicht. Das macht alles keinen Sinn von ihm her. Ich mach einfach Glockenfeuer. Du machst dann ein Mabufu dein. Guck mal, okay, zwei sind schwach dagegen. Mazadai macht, glaube ich, nicht groß den Sinn. Ja, war so ein Schuss. Schwacher körperliche Angriff war gewinnt mein Bürger. Distanz durch Sport ist immer kritisch. Ich habe nur letztes Mal gelesen, ist immer kritisch. Dass das ein schwacher Angriff ist, habe ich leider nicht gesehen. Vielleicht auf dich verlassen, verdammt. Auch nicht wirklich. Dann hau. Wer hat hier am wenigsten schon? Hier, auf dich. Von mir aus. Ja, Han. Okay, den müssen wir schon wie Diorama. Okay, wir sollten uns vielleicht auf Thron fokussieren. Sakanagi auf Thron. Weil er heilt alle. Diorama. Oh, wo alle heilen. Mal Buch dein. Weniger Rachenschlag. Ich weiß, dass du keine Resistenz dagegen hast. Da kann man wie auf Ohren. Vielleicht sollte ich auch Juwelen einsetzen. Okay. Vergeltung, wunderherrlich. Hammerohren. Gut. Dann so kann man wie auf dich. Mediarama. Nochmal Blockenfeuer. Nochmal ein Mabubudein. Dann versuche ich mal weniger Drachenschlag auf den Vogel. Der ist ja resistent, das habe ich mir gedacht. Wir gehen zunächst auf den Vogel, weil er sich die ganze Zeit heilen kann. Maragadein. Okay, das ist auch egal. Windatem. Jorita. Ja, können sich alle heilen. Deswegen sitzt sie so ein niedriges Level relativ. Mit 69, ne? 59 sogar. Und die können sich halt immer heilen. Das ist der Witz an der Geschichte, okay, und die sind alle heilig. Welches Urteil? Okay. Und wie dann? Ich mach mal weniger Rechenschlag auf ihn. Sakanagi auf ihn. Ja, na, so eine Scheiße, Hammer.
Konzentriere ich mich erstmal auf dich, weil du hast fast kein Leben mehr. Arage dein. Shabuku dein. Und du kannst aber draufhauen. Und Atem, gut. Hat jetzt nicht so viel Schaden gemacht, Sakanagi. Aragadein. Abufudein. Ja, hier diesen guten Schuss. Das ist ziemlich ein Crit. Man kann schon mal einen Sakanagi und dann ist das Spiel besiegt. Okay, das war bis jetzt der einfachste von allen Abzessen hier in dem Gebiet. Verstehe ich jetzt nicht so wirklich, warum der so einfach war, relativ. Tödliche Aura 4, Heilende Quell 2, Allmachtmeister 4. Hatte ich nicht Allmachtmeister 5 schon freigeschaltet und Körperlichmeister 4. Und Essenzen 3. Ja, es ist wirklich wahrscheinlich gewollt gewesen, dass man hier als allererstes hinkommt. Wie auch immer. Das geklappt hätte. Ist hier noch irgendwas von Interesse? Hier irgendwie niemand oder so, ne. Ich speichere mal. Gucken wir mal, wie viel. 630. Da ist niemand. War das ein Automat? Nein, das war nur Thomas. Wonach ich suche, nun Hoffnung. Ziemlich coole Antwort, ja. Ja. 170 Miman. Okay, dann versuche ich irgendwo wie da hinten hinzukommen. Aber war hier, das war das in der Nähe. Ja, deswegen gehe ich ja mal hin. So, das ist die Kraftlinie. Das soll jemand sein, der mit mir reden will. Ah, Nuva ist es. Mache ich sofort. Gehe nur schnell in die Gruft des Gerippes. Für die Mimam-Belohnung. Zwei Evangelien, hey. Das sind zwei Level. Ach, das ist die riese Mumie, 16.000, meine Fresse. Ja, ich kaufe mal kurz noch ein paar Juwelen. Ein Dämpfer, falls ich brauche. Fernrohre brauche ich jetzt nicht so sehr. Ein Wunder. Tödliche Aura, was war das nochmal? Wurde die Essenz von der Ecke getriebenen Dämonen? Fordere Räucherstäbchen von den Ecke getriebenen Dämonen. Ich muss mal kurz pausieren. Weiter geht's. Kurze Essenzen. Alle Essenz-Skills werden freigeschaltet. Könnte ich nehmen. Heilen der Quell. Kostbeheilung an Kraftquellen. Ist um 50% reduziert, das spare ich mir mal erst auf. Na, das ist Quatsch. Ja. Glaube, ich hole mir erstmal Allmachtmeister hier. Was wollte ich noch haben? Das Quatsch, habe ich ja gesagt. Kunst der Essenzen könnte ich freischalten, ja. Ich könnte mal so langsam die Skills von Amanasako lernen. Weil mittlerweile habe ich auch so die MP für sowas. Was sind meine maximalen MP? 413. Donnergrollen, Allmacht, Matsu, Barion. Was ist Donnergrollen? 2 bis 5 mittlere Elektroangriff auf zufällige Gegner. Und das Verderbens ist halt schwerer Elektroangriff auf einen Gegner, ja. Matsu, Barion, sehr schwerer Elektroangriff auf alle Gegner.
Besser als Donnergroll, meiner Meinung nach. Und besser als Donnersverderben sowieso. Okay, dann nehmen wir das hier auf jeden Fall. Tanbarion. Brauche ich nicht. Energieentzug, schwache Allmacht, TP, MP, Entzugangriff auf einen Gegner. Ja, brauche ich nicht so unbedingt. Was wollte ich denn alles haben? Geh nochmal zurück und guck mal ihren Krempel an. Himmlischer Konter. Azeobarion, das nehme ich auf jeden Fall. Das Median, glaube ich auch. Allmacht Pleroma, ja, das will ich sowieso. Das hätte ich gerne. Ich glaube, ich nehme erstmal das himmlische Konter. Ist einzigartig. Bäh. Allmacht Pleroma auf jeden Fall. Konter, Lebensquelle und verwurzelte Seele. Den Lebensquelle könnte ich rausnehmen. Sakanagi und göttliche Pfeile sowieso rein. Mediarahan. Ja, glaub schon. Und statt Donner des Verderbens, oder Donner des Verderbens ist ja nur auf einen, ne? Mazibarion ist halt auf alle. Dann nehme ich irgendwas raus. Wird mir auch gesagt, ja, ich muss nochmal komplett rausgehen. Dies. Nee, Lebens. Weil ist nicht von ihr, deswegen würde ich ein bisschen Leben verlieren. Wie viel habe ich denn gerade? 580. Okay. Und so hätte ich 546. Warte, mit verwurzelte Seele. Ja, verwurzelte Seele kommt auf jeden Fall. Dann hätte ich 75 weniger Leben. Ne, Lebensgeld kommt auf jeden Fall rein. Konter könnte ich rauslassen. Donners Verderbens kommt auf jeden Fall rein. Göttliche Pfeile, Sakanagi. Mediahan. Und Alma Pleroma sowieso. Und jetzt bin ich am Überlegen, ob Konter. Und Mazibarion sowieso. Jetzt mache ich nur. Das habe ich jetzt ein bisschen doof gemacht. Göttliche Pfeile kommt über Sakanagi. Sakanagi kommt hier hin. Und hier im Ritterkopf von mir aus, nicht mit ihrer Hahn, kommt von mir aus hier hin. Dann lasse ich, was wollte ich noch gerne gehabt haben? Konter lasse ich leider in Gulli. Da man physisch sowieso nicht so mega stark ist, ist Konter auch nicht so das Beste von der Welt, aber hey. Ja. Machen wir so. How is this? Gut, gut, gut. Jetzt habe ich vergessen, deswegen gehe ich mal kurz aus dem Spiel raus. Und guck mal, wie lange ich schon am Aufnehmen bin. Weil ich das nicht sehen kann. Weil ich ja immer, wenn ich eine Pause mache, quasi die Aufnahme beenden muss. Ich habe jetzt 2 Stunden am Stück aufgenommen, also mehr oder weniger. Ich habe zwischendrin Pausen gemacht, aber ich habe eben noch, glaube ich, 2 Folgen aufgenommen. Also wären es insgesamt 6 für heute. Das wird ja reichen. Guck nochmal, was die Karte sagt. Und was für Level sind wir nochmal? 68, das ist ziemlich gut dabei. Ich habe hier und da ein paar Quests zum Abgeben. Da zum Beispiel eine. Hier habe ich auch, glaube ich, noch irgendwo. Nö. Ich könnte noch mal schnell mit Nuva reden und dann höre ich erstmal auf für das erste. Da ist noch ein Abzess, den ich besiegen muss. Aber ansonsten, ja. Komm, Nuva, du warst hier. Bitte kämpf nicht mit mir oder so ein Käse. Ah, du bist es. Könntest du mir einen Gefallen tun? Erzähl ja Kumo nicht, was wir besprochen haben, ja? Es könnte das für dich übel ausgehen. Also halt schön deinen Mund, ja? Versprochen. Danke, dass du mir das sagst, nachdem ich mit ihm geredet habe. So, das war's dann erstmal. Wie gesagt, höre ich jetzt an dieser Stelle auf. Ich mache nochmal schnell Erholung. Deswegen habe ich nochmal auf die Werte der Leute geguckt. Ich könnte auch noch schnell ein bisschen fusionieren. Was heißt schnell? Ich könnte fusionieren. Das ist nie schnell. Ja, aber lass mir das. Ich habe keine Lust mehr. Ich
ab 3 Stunden aufgenommen. Ich wollte 6 Stunden sagen, ich habe 6 Folgen aufgenommen. Das reicht ja fürs Erste für heute, für den Moment. Ich kann ja später nochmal was aufnehmen, also nicht später in irgendwie 1-2 Stündchen, sondern später im Verlauf des Tages, weil der hat ja gerade erst angefangen. Wir haben 1:48 Uhr. Da kann ich ja gleich schaffen gehen und irgendwie am Tag noch ein bisschen was aufnehmen. Im Verlauf des Tages. So, aber genug. Was hätte sein können von mir, was ich machen könnte. Und dann bedanke ich mich aber vielmals fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis demnächst.